All we need is live, und zwar in der Konferenz bei Magenta Sport. Elfmeter in Ingolstadt. Beck trifft, Ingolstadt führt. Was für eine Top-Flanke, genau auf den Fuß von Kölle. Das ist diese, kann man sagen, leck mich am Arsch-Mentalität. Das ist, die gehen auf den Platz und sagen, okay, es rechnet gar keiner mehr mit uns. Tor in Ingolstadt. Eine etwas verrückte und nicht ganz schöne Situation hat sich in Wiesbaden ereignet. Der Linienrichter hier knickt volle Lotte um. Tor in Freiburg. Jetzt ist die Möglichkeit da, die gute Möglichkeit für den Sportclub. Auch das Duell der Hochprozentigen, möchte ich mal meinen. Denn Vincent Vermey an 49% der erzielten Tore der Mannschaft beteiligt. Bei Ahmed Arslan sind es sogar 51. Jakob Lemmer nimmt Arslan mit. Ahmed Arslan, und das ist halt Dynamo Dresden in der Rückrunde. Aktuell hat wohl der Hauptschiedsrichter die Mannschaften erstmal in die Kabine beordert, weil nicht klar ist, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Ich weiß nicht, ehrlicherweise, was passiert, wenn die keinen finden. Also, ich würde kurz drüber nachdenken, das auch über Social Media zu machen. Das ist ja heutzutage am schnellsten, wie man weiß, ne? Tor in Bayreuth. Welcher? Welcher! Rechts, das ist das Bild aus Wiesbaden, Britta Arena, wo der Schiedsrichter, der Assistent gesucht wird. Offensichtlich soll es jetzt gleich weitergehen. Jüngste Information ist, es wird der Regionalliga-Schiedsrichter aus Offenbach, Janis Jeschke. Legt ihn gut zurück, gute Schussposition, da ist das Tor! Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der SV Meppen her. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.